An was denkst du beim Masturbieren? Hallo Freunde! Eigentlich sollte heute ein Sketch online kommen, aber uns beide hat es erwischt. Wir sind beide krank geworden und deswegen mussten wir uns spontan noch was anderes überlegen. Und wir haben dann eine ziemlich coole Idee. Viele andere YouTuber haben das auch schon gemacht. Denn wie ihr schon sehen könnt im Titel, stellen wir uns heute gegenseitig 10 unangenehme Fragen. Ja, einfach so 10 Fragen. Die eine oder andere ist ein bisschen blöd, ein bisschen unangenehm. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich würde sagen, let's go! So Heiko, bist du bereit? Ja. Ganz sicher? Nein. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Digga, das ist voll die Bewerbungsfrage. In 10 Jahren, Freunde, dann sehe ich mich, ich glaube, ich hoffe mal auf den Mond oder so. Schon mal was Verbotenes gemacht? Ja. Und das wäre? Ich habe mal was geklaut, da war ich aber noch ganz jung. Und ich habe glaube ich schon mal gesagt, 60 Heuballen angezündet. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so erlaubt. Wann hast du das letzte Mal geweint? Alter, muss ich echt nachdenken. Ich war bei unserem Film, ist aber gefaked. Als ob du das letzte Mal bei unserem Film geweint hast. Hast du danach nie mehr geweint? Ich hab das letzte Mal geweint, wo ich das letzte Instagram-Bild von Robert gesehen habe, weil es einfach so unbeschreiblich ekelhaft war. Hast du dich schon mal den Finger in den Po gesteckt? Ja! Ja. Ja, hab ich. Schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Hab ich, da war ich in der 5. Klasse, voll in ein Mädchen verknallt und da habe ich so einen Liebesbrief geschrieben, so ganz lang. Oh, wie süß. Da hast du so ein Herz dazu gemalt. Döner oder Pizza? Döner. Ja, doch, doch, so eine Dönerpizza kann man sich auch gönnen. Was war das allererste, das du heute Morgen gemacht hast? Ich hab gehustet, ich bin auch krank. Ich bin aufgewacht. Ey, das war so unangenehm. An was denkst du beim Masturbieren? An Mettwurst. Frische deutsche Mettwurst aus dem Land. Was? Was? Ja, weißt du, das ist einfach frisch. Schon mal eine Frau geküsst, die über 30 Jahre alt ist und nicht irgendwie deine Mutter oder so? Ich mag Mist, ich hab sie gern. Ich würde gern mal mit ihnen verkehren. Nein. Hallo? Das war's. Dankeschön! Ehrlich? Dankeschön! Wahnsinn! So, Roman, du bist heute auch in der Reihe. Erste Frage: Hast du schon mal in eine Flasche gepinkelt? Ja. Hast du schon mal in eine Flasche gekackt? Nein. Nein, okay. Junge! Roman! Nein! Roman! Junge. Hallo! Roman, die nächste Frage. Hast du noch Kuscheltiere? Und benutzt du diese? Ich habe noch Kuscheltiere, klar. So, Erinnerungen so, ne? Ja! Aber ich benutze die nicht. Ob ich jetzt mit dem Kuschel, Junge? Wie versteckst du deine Latte? Mein Latte Macchiato? Nein, deine Latte! Dein Penis. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wenn man die verstecken will. Zum Beispiel so in die Unterhose klemmen oder mit so einem Handtuch. Was ist dein Lieblingslied von Katy Perry und sing das doch mal bitte vor. Baby, it's your fire. Arsch oder Titten? Hallo? Muss man da groß nachdenken? Arsch, sag ich jetzt mal. Und bei Männern? Junge, keine Ahnung, Alter. Was für bei Männern, Junge? Ich bin nicht. Die Frage steht noch offen. Du musst dich entscheiden. Nichts, Mann. Du musst dich entscheiden. Ey, wenn ich mich entscheiden muss, Alter, dann. Keine Ahnung. Titten. Was ist die Farbe deiner Unterhose heute? Einmal bitte nachgucken. Schwarz. Schwarz? Und nicht braun? Nein. Schwarz. Aber nur an gewissen Stellen ist es braun, oder? Dein Maul, Alter. Okay. Knollst du dein Klopapier oder faltest du es, wo wir hier gerade bei Unterhose sind? Klopapier? Nee, also doch falten. Dann falten, auf jeden Fall, wenn ich gerade so dabei bin. Was sind das für bescheuerte Fragen, Alter? Wahnsinn! So, nächste Frage, Heiko. Hier, ich dreh völlig am Rad. Nach was bist du süchtig? Kaffee, oder? Doch. Doch, ich bin schon süchtig. Deswegen bist du auch immer so aufgedreht. Ich trink so viel Kaffee. Roman, hier, mach mal einen Rückwärtssalto. Hast du schon mal bei einem Film geheult? Bei einem Film geheult? Nee, ja. Nie. So, nein. Ich wünsche es mir eigentlich mal, dass ich bei irgendeinem Film wirklich mal heulen muss, dass er so emotional ist, dass er mich so bindet. Zeig doch mal kurz deinen Blick, wenn du gerade geschissen hast. Ich gerade geschissen? Ja, richtig ekelhafte Fragen sind hier übrigens bei mir dabei. Nee, also in dem Moment, wo du gerade richtig schön... Alles klar, Freunde. So guckt Roman. So, Freunde,
das war's auch schon wieder. Vergesst nicht, unseren Kanal hier kostenlos zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazu lassen, wenn ihr auch einen zweiten Teil davon wollt. Schickt das Video und die Fragen einfach mal euren Freunden per WhatsApp. Ich bin echt mal gespannt, was da so rauskommt. Da oben geht's jetzt zu unserem letzten Video, ein mega lustiges Wir-Kennen-Auch-Video oder zu unserer letzten Songparodie zu Stimme. Stimme! Müsst ihr euch auf jeden Fall beides anschauen. Yeah. Und, wir sehen uns dann wieder am Samstag oder Mittwoch. Bis dahin. Tschüss!